Hallo und herzlich willkommen zu meiner Futtertierzucht Part 1 Mäuse. Ich habe zwei Futtertierzüchten derzeit, aber zu der zweiten kommen wir in einem anderen Video. Ich habe meine Mäuse ganz ungewöhnlich in drei so große IKEA-Boxen, Plastikboxen, 150 Liter fassend, also ordentlich groß. Da drin haben sie fast bis zur Hälfte ein Gemisch aus Erde, Stroh und Heu. Und da können sie sich wunderschön eingraben, haben schöne Gänge bereits gebaut, riesige Räume, super für die Kleinen vor allem, also für die Babys, für die Neuen. Sie sind gerade gefüttert worden, wie man sieht, und fressen gerade hier ein bisschen Rice Cracker, dann sind dabei Semmelwürfel, Salat natürlich, muss immer dabei sein, Haferflocken und und. Hier sehen wir zum Beispiel gerade eine Farbmaus links und eine weiße Maus rechts. Oh, jetzt kommt eine zweite Farbmaus dazu. Ich habe 12 Mäuse insgesamt derzeit, wobei 8 weiße Mäuse sind und 4 Farbmäuse. Bei den weißen Mäusen sind derweilen 3 neue Junge, die noch nicht herauskommen. Und bei den Farbmäusen habe ich derzeit eine schwarze Mamamaus, die trächtig ist und in Kürze werfen wird. Und ja, diese drei grau-braunen Mäuse, die von der schwarzen Mamamaus mit einem weißen Mäuserich entstanden sind. Hier sind wir gerade im Einserbecken, wo ein bisschen mehr Gerätschaften drin sind. Eigentlich ist in jedem Becken viel an Gerätschaften, Gebäuden und so weiter drin, nur vergraben die alle und haben die alle unterirdisch. Ja, man sieht hier leider ab und zu Kot, wie sie es immer machen, die guten Mäuse, aber hier können sie rumtollen. Das Mausrad wird ständig genutzt, ständig, wenn sie nicht am Fressen sind. Das Problem ist, sie koten es immer an und mischt sich mit Erde und dann sieht das so dreckig aus. Ich habe es aufgegeben zu putzen, es wird einfach nichts. Ja, wie man sieht, hier schön, kommt aus dem Boden raus. Dadurch sind sie schön versteckt. Die fühlen sich so wohl. Ich habe drei verschiedene Varianten schon probiert, wie ich die Boxen füllen kann. Und die scheint echt die beste zu sein. Erstens, es stinkt kaum. Also es riecht wirklich kaum. Außer der Kot, der am Oberfläche ist. Da sie dauernd die Erde durch wühlen, kommt immer das Ganze durcheinander und dadurch riecht es eigentlich nicht. Ja, wenn wir uns ein bisschen anschauen, vielleicht das Unterirdische. Okay, hier ist jetzt kein Gang, aber ich glaube, jetzt kommen wir gleich zu einem. Genau, hier ist zum Beispiel ein Gebäude unterirdisch im Einserbecken, also im ganz linken. Und, Moment, so, da sieht man zum Beispiel ein bisschen rein, dass da auch unterirdisch was ist. Leider sitzt da gerade keine Maus, aber vielleicht haben wir dann in anderen Becken Glück. Kann man auch ganz gut mal Junge und so weiter sehen, wobei die meistens in die Gebäude sind, also extra geschützt. Schauen wir mal zum zweiten Becken. Jawohl! Hier tummelt sich's. Das Tolle ist nämlich dran, dass sich die Mäuse meistens bis zum Rand durchgraben und dadurch hat man ein bisschen eine Einsicht in das Ganze. Hier ist gerade eine Farbmaus drunten. Schauen wir mal, ob noch eine zweite Maus dazukommt. Jawohl, hier ist eine weiße. Man glaubt gar nicht, wie groß angelegt diese Räume und Gänge sind, aber man sieht sie halt leider nicht immer. Nachteil, ich kann sie nicht so gut beobachten. Vorteil, ihnen geht es sehr gut. Es sind Futtertiere. Ich beobachte sie zwar gerne, klar, aber ich habe kein Problem, wenn sie sich wohlfühlen und dadurch, ja, ich nicht alles sehen kann. Das ist die dritte Box, wie man hier sieht. Ja, da gibt es auch unterirdisch jede Menge Räume, Gänge, ein Teil sieht man halt hier, aber richtig Einblick habe ich hier gerade nicht. Vor allem, weil ein Teil halt jetzt gerade oben am Fressen ist und ich schätze, der Rest ist bei den Babys, Jungtieren in einem der Gebäude. Verbunden sind die ganzen mit so Holz, ja, Brücken und da können sie eigentlich gut klettern. Oh, ich würde sagen, das war mal ein kurzer Einblick in meine Futtertiersucht. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und lasst einen Like da, kommentiert fleißig, wenn ihr Fragen habt. Und bis demnächst. Ciao.